Final Fantasy VII Rebirth. Ich habe keine Ahnung, was... Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Sephiroth. Beeil dich, Cloud. Sind wir nicht Erzfeinde? Wir berichten live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung aus. Dann kannst du wieder ein paar Links mal schicken, wenn du was hast. Der Einsturz der... Also 43, 48 Zoll. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Das ist das Größte. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handle sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. So sieht's aktuell aus, Mutti Maus. Ah, die Musik ist toll. Ich habe Resident Evil 7 habe ich alleine durchgespielt, weil ich das Gefühl habe, dass das euch nicht so wirklich interessiert. Das Remake. Das ist von Crisis Core, das kennen wir. Wie der Zack den Cloud gerettet hat. Ich blick da auch nicht mehr durch. Soll noch ein Integrate geben oder ein Integral? Keine Ahnung. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodiert sein. Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Final Fantasy, Entschuldigung. Ein Verdächtiger scheint geflohen, ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole, potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Offenbar wurden Überlebende gefunden. Tifa! Mist! Film
Nimm schnell was anderes. Mir wachsen keine Eier, Tui. Du weißt doch, wie es ist. Ich habe einen kleinen Penis, aber dafür 4 Eier. Das reicht mir. Man nennt mich Mr. Potato. Hundi! Ah ne, das ist eine Raubkatze. Aerith! Mit 4 Eier nennt man mich Mr. Potato. Ich komme nie tief rein, aber dafür 5-mal. Gut, jetzt müssen wir mal ein bisschen serious bleiben. Mr. Tsui. Ich freue mich. Sorry. Pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge. Bloß eine Markovergiftung. Er hat sich aber schnell erholt, der Zack. Das ist Cloud, Entschuldigung. Der Hundi randaliert. Ah ne, das ist Raubkätzchen. Ach so, ja, ich kann ja schon. Moment mal. Habe ich nicht. Oh, komm schon. Das war schon immer dumm, dass ich jetzt ins Hauptmenü rein musste. Ich wollte auch nur den Grafikmodus auf 60 FPS umstellen. Ja, das fühlt sich besser an. Tatsächlich habe ich das Final Fantasy 7 Original. Habe ich auch im Dingsbums. Habe ich auf Steam. Das Originale. Kann ich nicht hier noch irgendwas finden? Ich bin ein bisschen stiller. Lass mir bloß die Aerith in Ruhe lappen. Kann man mal machen. Ach, Zack.
Ich habe gar keine Lebensanzeige. Bam! Ach, Zack, das würde ich nochmal wiedersehen. Wie, das Tier lässt er liegen. Was denn für eine Zetra? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Eris irgendwie besonders ist. Mehr weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht. Was ist hier los? Eris. Ich bin zurück. Oh nein, nicht ihre Perle. Lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn? Dann sollten die mich nicht wirklich interessieren. Aber ich will doch nur in die fucking Option. Die Synchro-Stimme ist echt. Also, die deutsche Synchro, weil es ist zu leise. Also, wenn ich jetzt jedes Mal wieder ins Hauptmenü muss. Oder wieder neu laden muss, nur weil ich was ändern will. An den Einstellungen, dann ist es schlecht. Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also unsere Hauptprotagonisten waren mal bei den Soldaten. Mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Gar nicht. So leicht. Kinder. Hey. Wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Stimmt, wir waren ja mal Kollegen. Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja. Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makoreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Noch solange du bezahlt wirst. Nach Nibelheim. Ist ja meine Heimat. Ich würde gerne die Stimme ein bisschen lauter machen. Darf ich das, liebes Spiel? Danke. Los. Echter Badass. Aber muss man sagen. Die haben fette Backen.
Das war schwach, Cloud. Was zum Geier? Sephiroth war eine Klasse für sich. Endlich mal habe ich mal dran gedacht, einen Steelcase zu holen. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Das ist ein sehr schöner Blick. Damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Also die Playsee macht einen guten Job. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal. Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja. Dazu komme ich noch. Hätte Final Fantasy VII damals zu Ende gespielt, hätten wir gesehen, wer die Mutter von ihm war. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Herzlich willkommen. Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Oh, so ein Sephiroth-Cosplay, Leute, wäre doch mal was für mich, oder? Bis zum Abend bist du freigestellt. Mhm. Ah, jetzt. Warte mal, ich will mal was gucken. Was ist denn der Unterschied? Ich weiß nicht, was besser ist. Vielen Dank, dass ihr den weiten Weg auf euch genommen habt. Hey, Kiddies. Oh, der Forschungsgruppe. Welch ein Segen. Befreit uns von dieser schrecklichen Plage. Midgar, kacken sie dir in das Unterhemd. Wir bereiten Lauf, Lauf, Hundi! Wie ist der gute Sephiroth eigentlich so viel? Bestellt Sephiroth schöne Grüße. Das wird ein richtiges Festmahl. Wie stark bist du eigentlich? Laufst du, lauf, lauf geschwind. Na, was ist denn los? Warum so unten?
dem Recht. Und keine Sorge, für eure Expedition alles vorbereitet. Das ist gut. So, ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss, aber... Ah, okay. Trotz langer Anfahrt ein bisschen müde. Das lobe ich mir. Okay, wir können also den klassischen Leon Move. Okay. Ja, stimmt, das ist ja nicht so ein freies Zielen. Wir gucken, ob ich noch irgendwo Truhen oder so finde. Ich mache das Bild wieder scharf. Das gefällt mir so besser. Immer. Ja, ne? Nein. Dein Schwert darfst du erst dann halten, wenn du alt genug bist, meinen Schwanz zu halten. Mein Zuhause. Das hat nichts mit dem Schwanz zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Ja, erzähl ruhig ein bisschen. Entschuldigung. Ah, okay, also wir spielen sozusagen eine Erzählung. Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Oh, schade. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Und es sollte was zu trinken sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs. Was passiert? Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo, Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Hm. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ja. Ach, Mutti. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen. Was? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Ja. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ja. Genau so. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Ach, Mutti. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer... Das reicht jetzt aber. Ah, jetzt können wir hier also so ein paar Erinnerungen kriegen. Ah, auf deiner aktuellen Position, okay. Ja, so ein bisschen durch die Gegend laufen. Die Wäsche draußen aufhängen, ohne Angst haben zu müssen, zerfleischt zu werden. Als hättet ihr keine Dorfpolizei oder so. Auf dem Wasserturm. Ins Trinkwasser pissen. Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Ich wette mit dir, hier in Deutschland würde es Leute geben, die sowas machen würden. Auch wenn sie wissen, dass sie davon trinken müssen.
bei mir zu Hause? Ich dachte, immer. Du wärst vielleicht da. Sehe ich das richtig? Ihr wart also Nachbarn? Ja, aber so viel Kontakt hatten wir gar nicht. Aus verschiedensten Gründen. Und der Größte warst sicher du, was? Aus verschiedenen Gründen. Ist aber schick hier. Das war für unsere Katze. Wie hieß die noch gleich? Mozzi? Ja. Und war eigentlich immer unterwegs. So auch an jenem Tag. War vielleicht auch ganz gut so. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Also ein bisschen. Ich habe ja Crisis Core gespielt. Geh erstmal in ein tiefes Bett und schnüffel mal. Und es stinkt, wetten? So nach altem Frauenfurz. Das ist ein sehr leeres Zimmer. Erstmal die beste Freundin abziehen. Ich kann es mir aber auch nicht verkneifen, normale Kommentare abzugeben, ne? Du warst in meinem Zimmer? Ja. Ja, das sieht noch tiefer aus. Interagiere mit einem Klavier, um frei drauf zu spielen. Oder dich an Liedern... Okay. Hast du auf dem Klavier gespielt? Wollen wir es mal probieren? Okay, das ist lustig. Gibt's bestimmt, das wird bestimmt einige Stunden fressen. Auch ein Alleskönner muss wohl seine Schwächen haben. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Schuster, bleib bei deinen... Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Wollen wir das machen, Leute? Wollen wir in Tifas Schrank gucken? Komm, ihr müsst ja oder nein sagen. Komisch, Cloud. Was hast du dir dabei nur gedacht? Gar nichts, ich denke nicht. Welche Zeit lebst du eigentlich, Cloud? Oh, die sind aber ganz schön sauer. Ich weiß nicht, ob man sich mit den Spielcharakteren verkacken kann. Du hast da mitgeturnt? Ja, ein bisschen. Kamst du bis an die 10? Also dann frisch und fröhlich ans Werk. Ein wankender Körper zeugt von einem wankenden Geist. Als wäre es gestern also gewesen. Okay. Och, Katzen. Ja, aber viele Katzen. Shinras Soldaten, hm? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Hm? Hm?
sieht falsch aus. Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Er macht jetzt ein Kamehameha, das ist... Auch mein Schüler. Das ist Opa Son Goku. Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen... Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Oh. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her. Okay, das war lustig. So, dann haben wir auch mal ein bisschen was. Die Jungs aus der Stadt machen echt was her. Kein Vergleich zu unseren Dorftrampeln hier. Aha. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Aber wenn ich jetzt so daran zurückdenke, verhielt sich Sephiroth irgendwie komisch, seit wir Nibelheim erreicht hatten. Oh? Ist draußen was? Diese Landschaft. Hä? Sie kommt mir so bekannt vor. Sephiroth. Morgen ist ein großer Tag und es geht früh los. Also ruh dich gut aus. Klar, mach ich. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. War nervös, aber auch gespannt. Ehrlich gesagt, ich auch. Wieso das? Tifa hat uns ganz schön überrascht. Wir warten noch auf jemanden. Oh, jawohl! Hey, hey! Sephiroth, bitte! Ich sollte die Führung übernehmen. Sie ist noch nicht... Papa! Tifa, überleg's dir. Noch ist Zeit. Davon will ich nichts mehr hören. Was soll in Begleitung von zwei Soldaten schon passieren? Oder einfach nur mit... Guten Morgen! Ich freue mich wirklich sehr. Tifa! Führst du uns etwa? So sieht's aus. Schließlich kenne ich mich hier am besten aus. Kannst jeden im Dorf fragen. Viel zu gefährlich. Was soll schon passieren, wenn du sie beschützt? Hä? Los jetzt. Oh. Ach, Sephiroth. Sephiroth, ein Foto bitte. Wir brechen auf. Tifa. Ach bitte, nur ein Foto. Ist doch schnell geschehen. Tu mir schon den Gefallen. Ach komm schon. Davon? Hey Markus, Marco, was geht ab? Danke. Bitte lächeln. Das klingt ja regelrecht spaßig. Danke dir. Oh, sorry. Zu Beginn. Der Reaktor steht mitten im Nibelgebirge. Die Luft war genauso kalt, wie ich sie von früher in Erinnerung hatte. Es gibt zwei Arten im Spiel zu sprinten. Halte entweder R2 gedrückt oder kurz einmalig, okay?
Megatrank. Den nehme ich doch gerne. Also im Vergleich zu vorher ist es ein Traum. Das Nebelgebirge ist ein bisschen berühmt geworden, weil man hier den ersten Marco-Reaktor überhaupt gebaut hat. Ich habe schon viele Reaktoren inspiziert, aber dieser hier ist zweifellos am schönsten gelegen. Die Landschaft ist beeindruckend. Boah, ich krieg jetzt richtig Hunger, weißt du, ich hätte mit Brot und Fleisch was gar nicht erst anfangen dürfen. Hat's echt gut. Seid immer auf Reisen. Reisen, hm? Klingt romantischer, als es in Wirklichkeit ist. Viel zu sehen kriegen wir trotzdem. Beneidenswert. Ja, da hat der Cloud noch Gefühle gehabt. Okay, sieht schon geil aus. Ich bin über die stabilen 60 F oder die annähernd 60 FPS bin ich sehr. Beeindruckt. Ja, da läuft dann Mittagessen. Kannst du noch? Oder bin ich zu schnell? Überhaupt kein Problem. Aber geh nicht so weit vor. Ich dachte, wir haben es eilig. Schon, aber du brauchst dich nicht so zu verausgaben. Davon bin ich weit entfernt. Trainier schließlich fleißig. Was du nicht sagst. Haben wir ein Glück. So, wir haben zwei Soldaten dabei. Wir haben Sephiroth, den Held. Und die kleine Tifa, die uns anführt. Das ist doch gut. Was soll da denn schief gehen? Wie man auch sonst Kisten aufmacht. Das. In der Zeit tauchen die auch in der Nähe des Dorfes auf. Was jetzt? Das erledige ich. Bitte, nur zu. Geht klar. Jetzt oder nie. Bring es hinter uns. Jetzt. Ha! Ach was. Mit den Ungeheuern hier wirst du auch allein fertig, oder? Na. Was hast du denn gedacht? Ich übernehme, Sephiroth. Ganz wie du meinst. Let's go! Mal erstmal. Easy. Ich habe auf normal gestellt. Nicht auf einfach. Hoffe ich. Oh, Cloud, renn mal ein bisschen schneller. Ich muss sagen, das Ding braucht ein bisschen Wartung, hm?
Jo. Achtung, nicht einschlafen, Herr Soldat. Aha. Den übernehme ich. Bring es ins Feuer. Das wäre erledigt. Easy. Also woran ich mich am meisten gewöhnen muss, Kai, ist halt, dass ich jetzt eher dörflich wohne. Leg los. Du bist dran. Brenne. Alles geben. Es ist vorbei. Dass ich halt nicht mehr nachts um 11 oder so schnell an den Döner kann. Dann muss ich halt ein bisschen vorbereiten. Warum? Nicht, wenn wir rennen. Das machen wir nur, wenn wir absolut müssen. Beim nächsten Mal hat das Mädchen vielleicht nicht so viel Glück. Auch gut, dann gehe ich eben vor und räume uns den Weg frei. Das schaffe ich mit links. Wollen wir hoffen. Klar doch, wir treffen uns oben. So, wir können jetzt Materie einsetzen. So, gucken wir mal. Heilen, Frost, Glut und Analyse. Warte mal. Frost ist wirksam. Alles geht.
Okay. Bringen wir es hinter uns. Jetzt. Jetzt oder nie. Erstarre. Lief ganz gut, oder? So, wunderbar. Das einzige Nachteil wird sein, ich kann, wenn ich mir jetzt den neuen Fernseher hole, habe ich nicht mehr so viel Platz, Zeug nebenhin zu legen. Gut, auf der anderen Seite PC ist da. Fernseher kann ich ja auch zur Übertragung benutzen. Oh, komm schon. Bringen wir es hinter uns. So, jetzt aber. Komm her, du Lümmel. Das wäre erledigt. Ich hätte nicht mehr so viel Mana. Ja, das kann man machen. Final Fantasy 7 hat mir auch ganz gut gefallen. Also das Remake für die PS4. Mix-Supertrank. Was ist denn ein Mix-Supertrank? Ja, nicht schlecht. Kann man mal nehmen. Ah, oh, schade. Ratte. Frittiert als Snack. Muss nicht... Ich glaube, egal wie man es würzt, es wird scheußlich schmecken. Au. Oh, hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Klaus, falsche Richtung. Ups. Da geht's nicht weiter. Die Brücke ist schon vor einiger Zeit eingestürzt. Komm wieder runter, ja? Geht klar. Doch hier durch. So wie ich es mir am Anfang fast gedacht hatte. Hier lang. Das Gebiet vor uns gehört vollständig Shinra. Und ich wollte die Führung erst ablehnen. Dachte, du würdest reichen. Zum Glück habe ich mich anders entschieden. Nach dir. Gern. Ah, die Lichteffekte, die spiegeln sich zwischen hell und dunkel. Vielleicht finde ich hier noch was. So langsam kriege ich die Steuerung rein.
Die Stufen verbundener Materie um 1. So, Frost hat eine höhere Stufe, ne? Eisra anwendbar. Ah, okay. Weil das so eine gute Idee ist. Achso, ich wollte mir was zu trinken holen. Ach. Zum Glück war ich nochmal einkaufen. Da musste ich mich jetzt tatsächlich auch dran gewöhnen. Also, ich mag zwar die neue Wohnung, aber dafür, dass ich halt auf dem Berg wohne, habe ich an sich einen ganz guten Blick auf... also, ich kann mir halt wirklich abends schön den Nachtsternhimmel angucken. Und so ein bisschen über das Dorf rüber gucken. Ich kann sogar bis zu meiner Arbeitsstelle gucken. Und das ist zwar alles schön, aber auf der anderen Seite habe ich 300 Meter oder 400 Meter, wo die Bergsteigung bis zu 35 Grad ist, also richtig hoch. Und wenn du da halt irgendwie mit einem großen Rucksack oder sowas einkaufst, dann hast du ein Problem. Bin nämlich jeden Tag, wenn ich was hole, so spontan, hab ja eine Rewe hier in der Nähe. Am Schwitzen wie ein Schwein und am Hecheln wie ein Köter. Ja. Das kann interessant werden. Auf jeden Fall habe ich mir da erstmal einen Rolli geholt. Feuer. Wenn sie ihre Eiskugel schwindet, setzt sie frontal. Hält sich in Grenzen, mein guter Claudi. Ich finde manchmal diese linearen Level gar nicht so schlimm. In diesem Gebirge scheint es noch immer reiche Vorkommen zu geben. Atmet nicht zu viel davon ein. Auf eine Markenvergiftung kann ich verzichten, ja.
Und weiter. Wo muss ich da jetzt hin? Das Kabel bleibt hier hängen. Luftverunreinigung um 70% reduziert. Ah. Okay, das ist cool. Luftverunreinigung beseitigt. Lift wird entriegelt. Ah, okay. So, kommt mit, Jungs. Und tiefer. Das ist Tifa Special Escorte zur Schule. So, Supertrank 700. Ich muss eigentlich mal gucken, wie viel ich insgesamt habe. 3700, okay, das geht. Grafikkarte, warum gehst du an? Du hast nichts zu tun. Mega, Alter, hier kriegst du ja. Wir wirst ja mit Dreck zugeschissen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll oder ob ich das eher besorgniserregend finden soll. Warte mal, die Kisten bringen nichts. Es regnet. Elixier ist nicht schlecht. Hier wird mir immer etwas mulmig. Einfach Augen zu und durch. Hey, ich gehe voran. Natürlich. Tifa, bist du okay? Cloud! Mach dir am Ziffer auf keine Gedanken. Oh, ja. Gehen wir mal schwimmen. Ich glaube, das hat dem Sephiroth nicht gut getan.
hoffen wir, dass er Glück hat. Kennst du den Weg? Ja. Das Dorf liegt flussabwärts, nicht weit. Wir müssen aber zum Reaktor. Kannst du uns hinführen? Ich fürchte nicht. Tut mir leid. Verstehe. Aber wir können dich nicht allein lassen. Du kommst also mit. Okay. Und ab jetzt kämpfe ich mit. Werde dich ein wenig beobachten. Im Ernst? Wer weiß. Ich weiß nicht, ob die Yuna noch zuguckt oder Mädels zugucken. Der Thifroth ist schon... Wie so ein kleiner Affe. Ah, so kleine Raststätten. Okay, die finde ich tatsächlich ziemlich cool. Feiere ich in sehr vielen Spielen, auch in den Spielen der RPG Maker Ära, die ich ganz gerne gespielt habe. Habe ich solche Sachen halt immer ganz gerne gemocht. Der gegenwärtige Anführer der Gruppe ist Sifroth. Der Anführer ist bei Kampfbeginn jeweils aktiver Charakter. Okay. Aber wir können nicht mit Sifroth umherlaufen. Finde ich gut, dass man auch mal mit ihm spielen kann. Ich weiß halt nicht, was das bringt. Gestärkte Attacke. Heilen, Glut, Frost, Material, TP-Boost. Ah, gestärkte Attacke wäre natürlich ganz geil. Aber ich denke, das sieht hier ganz gut aus. Marco-Quelle. Sie ist wunderschön. Ja,
Aber wenn wir zu viel Marco verbrauchen, dann verschwinden die Quellen irgendwann. Unsinn. Wer sagt denn sowas? Papa. Und der Bürgermeister auch. Der Planet ist riesig. Marco gibt's genug, nicht? Natürliche Materie. Materia entsteht aus verdichteter Marco-Energie. Es muss eine halbe Ewigkeit gedauert haben, bis sich sowas entwickeln konnte. Hey, warum kann man mit Materia eigentlich zaubern? Und du willst wirklich ein Soldat sein? In den Materia ist das Wissen des alten Volkes eingeschlossen. Mit ihm lassen sich die Kräfte des Planeten nutzen. Dieses Wissen verbindet uns und den Planeten und ermöglicht Magie. So sagt man jedenfalls. Wirklich? Entschuldigung. Magie ist echt komisch. Das ist korrekt. Ich kenne einen Mann, den du damit zur Weißglut bringen würdest. Der duldet nicht mal das Wort Magie, weil es die Wissenschaft beleidigt. Wer denn? Hojo aus der Forschungsabteilung. Sein Vorgänger war ein großartiger Wissenschaftler. Ganz im Gegensatz zu ihm. Los, weiter. Bringt es eigentlich was, hier zu zerstören? Nee, ne? Ach ja, Final Fantasy geht's immer um irgendwelche Sachen, die Magie fressen. Diese Magie ist nicht gut. Ist aber fix unterwegs, die kleine Tifa. Nicht schlecht. Also grafisch sind die Final Fantasy Teile alle eine Bombe. Komm schon, Cloud. Das gefällt mir gar nicht.
Alter, wie die... Tiefer war aber schnell hier unten. Oh, nur um die Materia zu holen. Oh, das Klettern ist nervig. Das ist okay. Einfach mal hochgeportet, kann man mal machen. Nicht wirklich. Es wird kritisch. Wir haben gut auf die Fresse bekommen. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Schade, ich dachte, ich könnte irgendwie lang. Doch schon gesagt. Wollte schon sagen, ihr habt da was im Auge gesehen. Präzise Abwehr plus. Oh, Kacke. Den ganzen Weg wieder laufen. Na, war's wert. Hoffe ich.
So, da haben wir jetzt einen Auto-Healer. Das ist schon mal eine gute... Intervention. Bedeutet, wir haben den Cloud jetzt als Autoheiler drin. Erhöhte Konzentration von Makrogasen. Liftbetrieb ausgesetzt. Die überschüssigen Makrogase müssen mit einer Luftfilteranlage abgesaugt werden. Ah. Ich sag dazu nichts. Manchmal kann ich aber auch ein Dämmel sein. Ich gehe aber auch gleich ins Bett tatsächlich. Tut das nicht weh, Tifa? Das ist aber ein sehr großer Makro-Reaktor. Verschwunden ist sie. Machen wir uns mal heile. Ich würde eher sagen, das ist der Eingang. Wartet. Was? Zurück. Heilige Scheiße. Justin, bist du noch bei uns? Jetzt kannst du endlich den Helden spielen. Könnt drauf verzichten. Will wohl seine Arme beschützen. Als wollten wir hier etwas stehlen. Erklär das unserem Freund hier. Mist, ich steck fest! Bin schon da.
nicht schon wieder? Was kannst du eigentlich? Sephiroth, ich brauche Hilfe! Ich muss auf die Klaue ziehen. Zusammen. War es das? Sephiroth! Ganz schön clever. Nur bis wir es runterholen. Zum Glück beherrsche ich nicht nur mein Schwert. Jetzt auf die Beine! Auf die Klauen! Hol es runter! Hier für dich! Jetzt aber los! Gleich vorbei. Ich muss mehr auf meine Abwehr achten. So, jetzt muss er aber ordentlich gefressen haben, dieser Penner. Du hechelst ja regelrecht. Aber vom Freude. Gut, Stan. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Mach dich bereit. Ist das alles? Wow. Sowas schafft echt nur ein Held. Bring es zu Ende. Nice. Gut gemacht. Jetzt mach mal halblang. Also wenn man dir so zuhört, kriegt man glatt den Eindruck, dieser Sephiroth war eigentlich ein ganz dufter Kerl. Richtig, das war er auch. Der Feind des Planeten? Diese obermiese Drecksau? Jetzt komm schon, erzähl uns gefälligst was, über das man sich so richtig schön aufregen kann. Klar. Nur Geduld. Stimmt, wir erzählen ja nur die Geschichte.
wartest hier, Tifa. Wieso das denn? Ich will auch sehen, wie es drinnen aussieht. Zivilisten haben keinen Zutritt. Heute erst recht nicht. Oh, aber... Sorge du für ihre Sicherheit. Tschö. Wehe, mir passiert was. So, der letzte Trotz. Kann ich mich nicht noch irgendwo ausruhen? Ich meine, den Wächter haben wir besiegt. Dürfte nicht mehr viel passieren. Der Reaktor ist ja ganz normal in Betrieb. Eigentlich sollten die alten Anlagen auf reduzierten Betrieb umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Shinra erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Du kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, bleibt unter uns. Verstanden? Ist schon klar. Ich glaube, das, was hier rauskommt, wird nicht schick sein. Es sieht auch wieder nach einem Bosskampf aus. Stimmt, man konnte Leitern runterrutschen. Wenn du noch mal beten willst, dann tu's jetzt. Warum nur? Was ist das hier alles? Sephiroths Mutter. Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Verstanden. Oh, komm schon, wirklich. Naja.
Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Mako behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Das ist immer ein böser Forscher. Wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Ja. Das war sicherlich ein Schock für ihn. Und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Ich würde aber auch sagen, speicher jetzt erstmal. Ah, schick nämlich vor heute. Wir haben 10 vor 1. YouTube, Twitch, macht's gut. Tschüss.